Willkommen zurück bei Fairy, Leute. Und wir müssen eher rosttaugliche Tränen finden. War das sie hier gleich? Sie war ja hier so diese Mufflige, glaube ich. Fragen wir sie gleich mal nach den Tränen. Ich hoffe, das kommt als Option. Tränen, da. Ich brauche die Tränen von jemandem, der nie weint. Wo könnte ich so eine Person finden? Meine Schwester wäre die Möglichkeit. Sie hasst jeden und ich bin ziemlich sicher, dass sie niemals in ihrem Leben auch nur eine einzige Träne vergossen hat. Ihr Haus befindet sich weiter oben dort, wo sich das Geäst hält. Womöglich antwortet sie dir nicht, weil sie gerne ihre Ruhe hat. Du wirst dir also ziemlich Mühe geben. Ja, jetzt weiß ich, das ist diese Hütte, wo wir nur beschimpft wurden. Ist das noch eine Kiste? Oder ist das das Haus? Ja, ist richtig. Ist richtig. Verschwinde, du schwirrendes, dreckiges Viech. Geschichte. Versuchen wir mal. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Sie wird dir sicher gefallen. Eine Geschichte. Hoffentlich ist sie gut. Sonst reicht dir die Flügel aus. Oh, die ist schon echt rabiat. In Ordnung. Ich versichere dir, dass du nicht enttäuscht sein wirst. Nun, was für eine Geschichte willst du mir denn erzählen? Heiße Frisurmädel. Los geht's. Nur die Ruhe, entspann dich und ich fang an. Beeil dich, ich kann es nicht leiden, den ganzen Tag herumzustehen und zu warten. Die Haare sind wirklich der Hammer. Bisschen Punk auch so mit den Ohrringen und so. Wundernes Waisenkind, wundersames Land. Versuchen wir es mal mit Waisenkind. Es war einmal vor langer Zeit ein hungerndes Waisenkind, das zusammen mit seiner bösen Stiefmutter lebte. Hervorragend, gefällt mir sehr gut. Was passiert mit dem Kind? Erstickt es einer im Stück Brot? Hahaha, die ist ja wirklich bes. Ich glaube, ich habe mich zu Beginn etwas verdammt. Lass uns nochmal anfangen. Das kann was werden hier. Nein, du warst einfach toll. Wenn du noch mehr solche guten Geschichten auf Lager hast, sehr toll. Es war mal vor langer Zeit ein wundersames Land. Was für ein Blödsinn, was ist das denn für ein schwachsinniger Anfang? Wundersames Land, ich hasse deine Geschichte jetzt schon. Ohne Krieg. In diesem Land herrschte überall Frieden, die Leute dort liebten sich alle sehr und niemand hatte je etwas über Krieg gehört. Ist Kotze übrigens auch ätzend? Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht können wir das ja auch bei der Waschbärfalle benutzen. Ich kotze gleich. Was für eine dümmliche Geschichte. Was geht denn in deinem Schädel vor? Dann machen wir noch ein bisschen kitschiger. Irgendwo ergab es sich in diesem wundersamen Land, dass sich eine unbeschreiblich schöne Prinzessin Unsterbliche in einen umwerfend gut aussehenden Prinz verliebte. Sie heiratete und bekam viele, viele Kinder. Ich hab grad Spaß, Leute. Was zum Geier, wo sind all diese bösen Stiefschwestern, die Hexen, die Drachen, die schreckliche Zauberei, was für eine Schande. Du hast alles ruiniert, alles, was hier an diesen Geschichten Spaß macht, hast du weggelassen. Du Schurke, du Schiff, du Ungeheuer, buh! Genial! Vielen Dank für diese Tränen, sie werden mir sehr von Nutzen sein. Ach, ist das herrlich. Ich schmeiß mich weg, Leute. Okay, ab zum Waschbären. Ach. Genial, Leute. Wo war denn der jetzt? Stücke da. Das ist der schwarze Piepmatz. Dahinter ist er. Genial. Einfach nur der Hammer. So. Und du Schwirrwisch, hast du jemanden gefunden? Schau dir noch diesen Ammerspern an, wie zum Geier, das kennen wir schon. Wir haben die Tränen. Ich habe die Tränen von Gladys. Jetzt müssen wir sie nur auf das Metall tröpfeln und schon bald wird es anfangen zu rosten. Gib sie mir, damit ich sie in die Falle endlich aufmachen kann. Meine Güte, beeil dich doch. Mann, hier muss aber alles selbst. Hier muss man aber alles selbst machen. Ich bin noch ein bisschen verwirrt von der tollen Geschichte. Hier, bitte sehr. Ich hoffe, das klappt. Ich auch. Best abgeschlossen. Yay!
Es freut mich, dass es ihm gut geht. Wie auch immer. Was machst du eigentlich in der Gegend? Bist du nicht hierher gekommen, um dem Waschmann aus der Patsche zu helfen, oder? Nein, nicht wirklich. Ich bin hier, um die Krankheit von Yggdrasil zu untersuchen. Denkst du etwa, du könntest diesen Baum retten? In Yggdrasil geht es nicht gut, gar nicht gut. Wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, um den Baum zu retten. Aber wirst du ein bisschen Hilfe brauchen? Denn das ist kein leichtes Unterfangen. Hilfe? Jede Hilfe ist willkommen. Na gut, aber zuerst muss ich zu Waschberogi. Danach werde ich beim Spiegel auf dich warten. Trödel aber nicht rum. Spiegel? In Ordnung. Geh du zum Spiegel. Ich werde dich dort finden. Okay. Und gleich wieder scharf gemacht, die blöde Falle, wie sie aussieht. Sag ich mies. So, wir brauchen immer noch so einen Halm. Hat er eben auch geschrien. Und zu Fabergé müssen wir auch nochmal. Hier ist mal das Nest schon. Ist der hier auch irgendwo in der Nähe? Da. Und ist endlich irgendwas aus dem Ei geschlüpft? Geduld ist eine Tugend, mein Junge. Vergiss das nicht. Du musst der Natur schon ihre Zeit lassen. Ein Ei auszubrüten, das geht nicht von heute auf morgen. Komm später wieder. Okay. Dann sprich den mal auf den Vogel an. Wie wird man einen Vogel los, ohne ihn zu verletzen? Ich kitzle ihm unter die Flügel. Der bestimmt. Kitzle ihn unter den Flügeln, dann fliegt er bestimmt weg. Alles klar. Kitzeln wir ihn mal. Das machen wir doch direkt mal. Wir wissen ja jetzt sicher, dass das eine zumindest ein Rotkehlchen ist. Vogelkitzeln. Gille, 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 gille. So. Ah nee, es war ja sie da oben. Wo ist sie denn da? Hallo, was kann ich für dich tun? Vogel. Es ist mir gelungen, den Vogel zu verscheuchen. Er wird dir nicht mehr auf den Geist gehen. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich mein Mittagsschläfchen machen, ohne von seinem Gezwitscher gestört zu werden. Hier ist für dich, hier, für dich als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was hat sie uns denn gegeben? Körperliche Resistenz. Gucken wir doch mal. Erhöht körperlichen Schaden. Ist gar nicht schlecht, würde ich meinen. Habe ich da auch körperliche Resistenz schon? Nee. Dann bleiben wir bei Eisen. Stiefel haben wir Resistenzstiefel an. Dann würde sich das schon, glaube ich, verbessern. Was? Es leuchtet immer, wenn wir das alles noch nicht angeguckt haben, dachte ich. Ja, passt. Haben wir alles durch. Na, ist egal. Okay. So, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir Grashalm finden immer noch. Aber, warte mal, das sieht so nach Farn aus hier. Das ist doch alles Farn hier, oder? Mal ehrlich. Also, Farn dürfte jetzt echt kein Problem sein. Das ist doch alles am Boden. Ist das Farn? Bist du fahren? Jetzt habe ich so schnell gedrückt. Ich hoffe,
Ich stell mir vor, das ist die Ameisenwiesen. Ich hoffe, das war jetzt Farm. Nee, ich möchte nicht die Suppe, ich will, dass du Kuchen backst. Los, back jetzt Kuchen. Hier ist der Farnzweig, den du für den Reibekuchen brauchst. Ha, klappt. Vielen Dank. Rein damit in die Bratpfanne. Okay. Bratpfanne. Jetzt sind wir wieder im Thema Kochen und Videospiele, beziehungsweise Kochen, Backen, Braten. Das wird da immer alles ein bisschen verwirbelt, ne? Ich sag bloß morgen. Morgen ins Golden Turtle. Aber trotzdem danke. Muss ich gleich zu Pukul bringen, solange sie noch warm sind. Mal oder gleich. Hier, du Nase. Ey, Alaric, was kann ich für dich tun? Geschenk von einer Verehrerin. Jemand wollte, dass dir dieses Geschenk überreiche. Es ist von einer heimlichen Verehrerin. Das muss er ja überrascht tun. Das gibt's doch nicht. Was für eine Überraschung. Lass mich mal nachdenken. Kannst du bitte das hier für mich, dieser heimlichen Verehrerin, bringen? Wow. Das ist doch geritzt. Natürlich, ich werde mich gleich ankümmern. Mike. Aber jetzt hier, wir haben so viel Questen gesammelt und jetzt aber hier geht das ab, Leute. Juhu! Wo ist sie denn? Ist das Vogelnest? Da ist noch ein Vogelnest. Aber wo war denn jetzt das Mädel? Hallo, Piepmatz. Also hier im Gestrüpp wirklich die Leute zu finden, ist nicht so einfach, Leute. Ach, wo ist denn die Elfe? Fee, nicht Elfe. Da ist noch eine Kiste. Möchte ich wissen, wie viel ich davon verpasst habe? Cooler Farbton. Nimm mal. So. Da ist sie. Hallo, Alaric. Pukul. Ich habe Pukul dein Geschenk überreicht. Und? Er hat mich gebeten, dir zum Dank das hier zu geben. Oh, was für ein wundervoller Tag. Vielen, vielen Dank. Ich werde auf der Stelle zu ihm gehen. Kannst auch fliegen. Meine, gut, du hast die Dinger auf dem Rücken. Gut, ich werde auf dich warten. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen und deswegen möchte ich dir zum Dank das hier geben. Bitte sehr. Was gibt sie uns denn? Ist es ein Kuchen? Puh, ein kleiner Kuchen. Vielen lieben Dank. Das hier wird mir sicher... Achso, Stimmband. Egal. Luftzit. Macht der Luftzauber wahrscheinlich hoch. Ja. Haben wir ja nix. Also bleiben wir bei Eisen verbessert. Okay, jetzt muss ich selber mal ins Questbuch gucken. Wir müssen aber noch den übelriechenden Trank herstellen. Ich guck mal kurz wirklich ins Questbuch. Na, falsch. Da wollte ich hin. Okay. Den Bau der Hornissen. Gragamel noch um Hilfe fragen. Ja, wo ist Gragamel? Ich glaube, ich kann mir das hier anzeigen lassen, wenn ich es schon gefunden habe. Da. Aha. Das ist die Küche, glaube ich. Nee, ich will deine Suppe nicht probieren. Du sollst mir eine Suppe gegen Hornissen basteln. Brauen. Kochen.
verbraten. Anscheinend haben die Hornissen in den Ästen des Baumes ihr Nest gebaut und machen sich über alle Blätter her. Kannst du mir dabei helfen, sie loszuwerden? Ich würde ja gerne alle stehen und liegen lassen, um zu helfen, aber ich glaube, dass ich dir dabei im Weg stehen würde. Außerdem kenne ich gar kein gutes Rezept für Hornissen. Ich glaube nicht mal, dass sie essbar sind. Boku hat mir geraten, einen übelriechenden Trank zu verkochen, um den Hornissen, um die Hornissen auszuräuchern. Dafür könnte ich deinen Kessel gut gebrauchen. Das sollte kein Problem sein. Ich brauche gerne Tränke und das Rezept für diesen übelriechenden Trank hat mich neugierig gemacht. Ich schnapp mir gleich mal den Kessel und mache mich auf den Weg zum Nest. Und du beschaffst die Zutaten und baust dir aus Pflanzzweigen einen guten Wedel. Wir müssen den Rauch in Richtung Nest fächern. Na, das kriegen wir doch hin, Leute. Aber das kriegen wir erst im nächsten Part hin, Leute. Ich danke euch an dieser Stelle wieder für eure Aufmerksamkeit. Das Spiel macht wirklich Gaudi und die Parts, die gehen wirklich so leicht von der Hand rein, spielerisch und alles. Ich sage an dieser Stelle bis morgen. Macht es gut, Leute. Tschüss.